ihr Lieben, ich wollte euch heute zeigen, wie ihr eure Verschlüsse von euren Taschen sauber machen könnt, wenn die entweder ein bisschen angelaufen sind oder rostig sind oder aber auch einfach klebrig sind. Als erstes brauche ich dafür Essigessenz oder Essigreiniger. Da könnt ihr nehmen, was ihr gerade zu Hause habt. Da tut sich nicht viel. Dann Wattestäbchen zum Auftragen des Essigreinigers bzw. der Essigessenz. Ja, und was ganz wichtig ist, ist eine Rolle Küchenpapier. Das solltet ihr nämlich auf jeden Fall unter die Schnalle unterlegen, sodass die Essigessenz oder der Essigreiniger nicht auf das Leder tropfen kann. Ja, dann nehme ich mir ein Wattestäbchen, feuchte das leicht mit der Essigessenz ein und streiche das aber auch nochmal ab vorher, bevor ich damit an die Schnalle gehe, damit es nicht zu viel ist an dem Wattestäbchen. Ja, und dann geht es einfach daran, die Schnalle damit einzuarbeiten und ja, einfach ein wenig darauf herumzureiben mit dem Wattestäbchen. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich alle Teile der Schnalle erwischt. Ja, und nehmt euch auch ruhig nochmal ein neues Wattestäbchen mit noch ein wenig mehr Essigessenz, damit es auch wirklich wirken kann. Ja, anschließend könnt ihr die Schnalle einmal ein wenig abtupfen bzw. abreiben mit dem Küchenpapier. Eventuell nochmal ein bisschen nacharbeiten, je nachdem, wie weit der Rost schon entfernt wurde. Ja, und dann könnt ihr die Schnalle nochmal sauber machen und dann geht es auch schnell in den zweiten Schritt. Und zwar verwende ich da Atta. Das ist ein Scheuerpulver, das könnt ihr einfach mit ein wenig Wasser aktivieren und ebenfalls dann mit einem Wattestäbchen auf der Schnalle so ein bisschen einarbeiten. Auch hier könnt ihr das natürlich zwischendurch ein bisschen sauber machen. Ja, und je ordentlicher ihr das jetzt macht, desto mehr wird eure Schnalle anschließend wieder glänzen. Je nachdem, was für ein Ergebnis ihr haben wollt, müsst ihr natürlich auch etwas mehr Zeit aufwenden. Insgesamt ist es ein wenig friemelig, die Verschlüsse sauber zu machen. Die Nieten sauber zu machen ist zum Beispiel sehr viel einfacher und geht auch um einiges schneller. Doch auch bei den Verschlüssen lohnt es sich auf jeden Fall, sich dafür die Zeit zu nehmen, da das die ganze Tasche anschließend wieder aufwertet und sie sehr viel schöner aussieht, wenn es fertig ist. Ja, und das war es jetzt auch schon. Ich bin zufrieden mit der Schnalle soweit und mache jetzt nur noch einmal hier die letzten Reste vom Leder, sodass die Tasche wieder vernünftig gebrauchsfähig ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr könnt eure Verschlüsse nun selber sauber machen. Tschüss!